Um anzufangen, wollen wir die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente, um den Geist zu sammeln. Und jetzt wollen wir von Kopf bis Fuß durch den Körper durchgehen und überall das Feste, Kompakte, Solide verspüren und feststellen und wissen, das ist das Erdelement. Aber überall, wo wir Härte und Festigkeit verspüren können, dort einen Moment verweilen und dann weitergehen. Nachdem wir die Festigkeit und Kompaktheit des Körpers festgestellt haben, lassen wir das Gefühl der Kompaktheit und Festigkeit in das Kissen oder den Stuhl, auf dem wir sitzen, hineinfließen und spüren, dass dort dasselbe Erdelement zu erleben ist. Das Gleiche mit den Füßen oder den Beinen. Die Füße, die auf dem Fußboden stehen, selbst Erdelement sind, der Fußboden, der Erdelement in sich trägt. Oder die Beine, die auf der Matte sind. Dort treffen sich Erdelement mit Erdelement. Und wir lassen das, was wir in uns verspüren, hineinfließen in das, was wir berühren. Und jetzt lassen wir das Erkennen des Erdelements in uns selbst weiter fließen über den Fußboden, der genauso Kompaktheit enthält, zu den Wänden des Hauses, hinaus zur Erde. Wir können uns vorstellen, dass wir die Erde mit unseren Füßen berühren, mit unseren Händen berühren, wir auf ihr sitzen oder gehen, dass dort Erdelement sich mit Erdelement trifft, eine Grundlage bildet und wir von uns selbst nichts anderes wissen als das, was wir von der Erde wissen, die Kompaktheit, Festigkeit, Härte, Solidität. Wir gehen im Geist zu einem Baum, berühren ihn, lehnen uns an, umarmen ihn und spüren unser eigenes Erdelement, das sich vermengt mit dem Erdelement des Baumes. Die Festigkeit und Kompaktheit unseres Körpers ist nicht mehr zu unterscheiden von der Festigkeit und Kompaktheit des Baumes.
Und wir gehen mit dem Geist weiter auf der Erde. Mit den Füßen berühren wir das Erdelement. Und dann berühren wir mit den Händen oder mit dem ganzen Körper alles, was kompakt und solide uns erscheint. Das Gras, die Büsche, die Blumen. Insekten. Leblose Dinge. Und wir richten unseren Blick zu den Wolken und sehen auch in ihnen eine Kompaktheit und Solidität, die die Grundlage bildet für ihre Manifestation. Und fühlen uns auch mit denen verbunden. Wir tun unsere Hände in einen Fluss und erkennen dort auch die Solidität und Kompaktheit des Wassers, auf dem Tiere und Menschen schwimmen können, Schiffe sich bewegen können. Und fühlen uns verbunden. Und jetzt gehen wir langsam zurück. Jeder Schritt auf der Erde zeigt uns Erdelement in uns. Berührt Erdelement unter uns. Wir berühren die Sträucher, die Blumen, die Bäume, spüren deren Härte und Festigkeit. Das Gras, die Steine, das Pflaster, die Mauer des Hauses, der Fußboden, unser Kissen. Und wir richten die Achtsamkeit auf das Erdelement, in dem Menschen, der neben uns sitzt, und stellen fest, dass da keine Barriere zwischen uns ist. Das Erdelement in uns, das Erdelement in dem anderen ist das Gleiche. Die Verbindung ist das Erdelement, auf dem wir uns bewegen, die Grundlage. Der Fußboden, die Erde, wo immer wir gerade sind. Und wir versuchen, zu verspüren, wie sich die Grenzen unserer Selbst erweitern.
Wir gehen zu dem Wasserelement in uns. Speichel. In den Augen. Vielleicht spüren wir unser Blut. Wir wissen von Urin. Und wir wissen, dass wir zu einer großen Menge aus dem Wasserelement bestehen. Wir verinnerlichen das, lernen uns selbst als Wasserelement kennen. Vor allen Dingen ist es am einfachsten mit dem, was wir spüren können. Vielleicht sind die Hände nass, weil sie heiß sind. Speichel ist einfach zu spüren. Und da wir wissen, dass das Wasserelement bindend ist, so verbinden wir uns mit dem Wasserelement, das enthalten ist, in dem Kissen oder dem Stuhl, auf dem wir sitzen. Wir fließen zu dem Fußboden hinaus zum Rasen, der feucht ist, wo jeder Grashalm Wasser enthält. Und wir verbinden uns mit unserem Wasserelement, mit dem Wasserelement im Gras. Wir gehen zu den Blumen, die alle Saft in sich enthalten, und verbinden unser eigenes Wasserelement mit deren Säften. Wir gehen zum Baum und verbinden unser eigenes Wasserelement mit den Säften, die der Baum enthält, ohne die er nicht leben kann. Wir gehen zu Bächen, Flüssen und dem Ozean und lassen unser eigenes Wasserelement in das Wasserelement um uns herum hineinfließen. Wir bekommen das Gefühl der Einheit. Wir richten unseren Blick zu den Wolken und wissen, dass sie den Regen enthalten. Und wir fühlen uns auch dort zugehörig.
Wir verspüren noch einmal das Wasserelement in uns selbst. Wo immer es besonders bemerkbar ist. Und lassen es in die Ozeane, in die Flüsse, in die Ströme und Bäche auf dieser Erde hineinfließen, sodass wir nicht mehr separat daneben stehen. Und wir stellen uns in den Regen. Und fühlen den Tau auf dem Rasen, auf den Büschen. Und wir trinken Wasser und wissen, dass uns das am Leben erhält. Genau wie der Regen und der Tau die Natur uns um uns herum am Leben erhält. Wir nähern uns den Tieren, Insekten, Vögeln, welche immer Tiere uns in den Sinn kommen und erkennen das Wasserelement in ihnen. Das in ihnen fließt, das Bindeelement, und fühlen uns nicht separat, sondern zusammengehörend. Und wir gehen zurück auf dem Rasen, spüren die Feuchtigkeit, den Steinen, die auch feucht sind. Spüren die Feuchtigkeit an der Mauer, das bindende Element des Wassers im Fußboden, in unserem Sitzkissen. Und verbinden uns mit dem Wasserelement, mit den Menschen, die um uns herum sind. Das genauso aussieht, wie das Wasserelement in uns dieselbe Funktion hat, dieselbe Eigenschaft hat, genauso unpersönlich ist wie das unsrige. Alles Phänomene der Natur. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf das Feuerelement in uns selbst. Die Hitze oder Wärme des Körpers die Wissen um die Zerstörung, die das Feuerelement in sich hat, in unserer eigenen Verdauung, im Altern. Wir verspüren die Wärme unserer Hände auf den Knien. Die Wärme
unseres Gesäßes auf dem Kissen und die Wärme des Kissens, das wir berühren, und fließen hinein. Wir verspüren die Temperatur des Fußbodens. Vielleicht an den Füßen. Und wir berühren die Mauer, die Temperatur in sich hat. Und umarmen einen Baum, der genauso Temperatur in sich hat wie wir selbst. Und wir sind nicht mehr separat. Wir spüren die Temperatur des Rasens, des Pflasters, der Steine. Und wir verbinden die Temperatur in uns mit der Temperatur des Rasens, des Pflasters, der Steine, der Erde, auf denen wir uns bewegen. Wir lassen unser Erkennen der Temperatur in uns hineinfließen in die Temperatur von all den Dingen, die uns eine Grundlage bilden. Wir berühren Katze, Hund, Kuh, Fuchs, Vögel und spüren deren Körperwärme, Temperatur oder auch Kälte. Und lassen das Erkennen unserer eigenen Temperatur hineinfließen in das Erkennen der Temperatur dieser Tiere. Wir stehen nicht separat. Wir sehen uns als eins, zusammengehörig, Manifestation. Phänomene des Universums. Wir berühren den Regen und spüren die Temperatur. Wir berühren den Schnee und spüren die Temperatur. Wir gehen zu einem Fluss und spüren mit den Händen die Temperatur des Wassers. Lassen unsere eigene Temperatur empfinden, in das Empfinden hineinfließen, das wir bei der Berührung des Flusses haben. Überall auf der Erde, wo wir gehen, spüren wir die Temperatur. Manchmal ist sie warm oder heiß, manchmal kalt.
Wir lassen die Sonne auf uns scheinen und verschmelzen mit der Temperatur der Sonne. Wir gehen über Berge und Täler. Überall spüren wir die Temperatur in dem, was existiert. Gehen bis zu den Ozeanen und verschmelzen die eigene Temperatur mit der Temperatur des Ozeans. Und wir kommen wieder zurück. Wir spüren überall, wie wir die Temperatur der Erde, der Steine, des Pflasters, des Rasens, der Gräser berühren. Die Temperatur der Mauer, des Fußbodens, unseres Kissens. Unsere eigene Temperatur wieder verspüren und sie verschmelzen lassen, eins werden lassen mit der Temperatur aller der Menschen, die um uns herum sind. Kein Abstand, nichts anderes. Manifestation der Natur, Hitze und Kälte. Nässe und fließend, fest und kompakt, genau wie wir selbst. Und wir richten unsere Achtsamkeit auf unseren Atem. Und wir verspüren ganz deutlich das Windelement, das erstens einmal Luft ist und zweitens Bewegung. Und die Luft, die wir brauchen, um überhaupt zu existieren. Und die Bewegung, die in der Luft notwendig ist, damit die Existenz weitergehen kann. Wir können auch die Bewegung im Körper verspüren, durch das Klopfen des Herzens. Zerfall und Wiederaufbau der Zellen. Die innere Vibration, was immer zum Erkennen kommt. Wind ist Luft und Bewegung. Wir wissen, wir können ohne das nicht am Leben bleiben.
Und wir gehen zu der Luft um uns herum und verschmelzen damit. Wir fühlen uns nicht separat. Wir stellen uns nicht abseits. Wir sind nicht gefährdet, sondern von der Luft um uns herum gestützt, belebt. Wir spüren die Bewegung in dem Kissen und der Matte, auf der wir sitzen, die auch kleine Veränderungen aufweisen. Der Fußboden, in dem die Particles sich genauso bewegen wie in uns. Und gehen hinaus. Und spüren die Luft und den Wind um uns herum. Fühlen uns eins damit. Lassen unseren Atem, die Winde in unserem Körper eins werden und verschmelzen mit der Luft und den Winden, die draußen sind. Loslassen von den Begrenzungen des Körpers und den Begrenzungen des Geistes. Sich hineinfallen lassen in die Luft und den Wind, die überall draußen zu finden sind, ohne die es kein Leben gibt. Wenn wir die Begrenzungen des Körpers und des Geistes fallen lassen, und eins der Elemente benutzen, um uns eins zu fühlen mit unserer Umwelt, spüren wir auch, wie unpersönlich das ist. Es ist einfach. Wir sind genauso wie alles andere um uns herum. Wir spüren den Wind auf unserem Gesicht und verschmelzen den Atem mit diesem Wind. Wir sehen, wie der Wind Gras und Büsche und Blumen bewegt und fühlen uns eins mit der Bewegung. Wir spüren, wie uns alles sich in uns auch bewegt. Wir sehen, wie der Wind die Blätter der Bäume bewegt und fühlen uns eins mit dieser Bewegung. Denn auch wir bewegen uns. Allein schon durch den Atem.
Wir gehen zum Fluss und sehen die Bewegung, das Rinnen und Strömen und Verschmelzen mit der Bewegung des Flusses, durch die Bewegung unseres Blutes, unseres Atems, unseres Herzens. Wir sehen, wie der Wind die Wellen im Ozean hervorbringt. Und wir werden eins mit den Wellen. Wir sehen zum Himmel hinauf und sehen, wie die Wolken vom Wind bewegt werden. Sie werden kleiner und größer, ändern ihren Standort und unsere eigenen bewussten und unbewussten Bewegungen. Das Gehen oder auch nur das Atmen zeigt uns die Zusammengehörigkeit. Wir werden eins. Wir stehen nicht abseits. Wir begrenzen uns nicht, sondern wir sind genau ein Naturphänomen wie die Wolken, die wir betrachten. Und durch Luft und Wind gehen wir zurück auf unseren Platz. Werden unseres Atems gewahr, der Luft um uns herum und verschmelzen mit dem Atem und der Luft um alle herum, die hier sind. Keiner ist abseits, keiner ist anders. Und wir betrachten unseren eigenen Atem und wissen, dass er uns am Leben erhält und dass der Atem jeden anderen auch am Leben erhält. Dass das Windelement die Bewegung ist und die Luft um uns herum, die uns alle engstens verbindet. Und wir sehen auch ganz klar, dass wenn es nicht mehr ich und die anderen gibt, die Persönlichkeit, an die ich glaube,
nicht existiert. Nur die Elemente. Wir werden noch einmal der vier Elemente in uns selbst gewahr. Die Kompaktheit und Festigkeit des Erdelements. Die die Füße oder Beine auf dem Boden verspüren, die Hände auf den Knien. Alles, was hart und fest ist. Das Wasser als Speichel oder auch in den Augen. Oder das Blut, wenn wir spüren. Die Wärme als Temperatur des Körpers. Und der Wind als Atem. Kompaktheit, Festigkeit, Härte. Speichel, Blut, Wärme und Atem. Noch einmal alle vier betrachten dich in diese vier Elemente vollkommen hineinfallen lassen und sehen, wie sie in jedem anderen Menschen vor allen Dingen auch vorhanden sind. Und wie keines von diesen vier von sich sagen kann, das bin ich.